So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meinem Ori Let's Play. Wir sind jetzt beim Part Nummer 5 angekommen. Wir haben gesagt, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall heute das Questziel oder das Hauptquestziel erreichen. Das ist jetzt einfach nur noch die kommende Ebene hier zu durchqueren. Und ich würde sagen, ja, das machen wir jetzt sofort. Ich hoffe, dass ich einfach durchlaufen kann, aber das wäre ja auch so leicht gewesen. Okay. Okay, wie soll ich denn? Ach, der hüpft zum Ende. So, genau so muss das. Uff. Und jetzt gibt es einen weiteren Weg. Okay, an dem hier können wir uns nicht festheben. Aber macht eigentlich nichts. Okay. Aber ich glaube, wir bekriegen die Fähigkeit, dort durchzudashen, durch diese Laternen, nämlich nur so geht es dort zurück. Also früher oder später wird diese Fähigkeit kommen, die man früher auch hatte mit Y. Oh, der Switch-Controller macht einen echt, wird einen maximal, und genau die Viecher gab es damals auch. Ja, die verklickt mich ja natürlich erstmal. Jetzt muss ich tatsächlich echt mal gucken, ob wir da nicht auch hätten irgendwie so hoch gucken können. Verdammt. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas geskippt habe, aber ich glaube, dass.
Weil das Problem ist halt, Stand jetzt kommen wir hier gar nicht hoch. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier unten aufgeschmissen bin. Idiot, explodiert einfach nochmal zum Ende. Aber egal, jetzt sind wir wieder hier oben. Und nee, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen wirklich runter. Schade. Ach ja, stimmt. Ich habe mich absichtlich umbringen lassen, gerade um das herauszufinden für uns. Aber... Nee, der war meint. Das müsste so... Oder mir hier auch gar nichts an der Stelle. Und zur Seite gehen. Die Made explodiert nochmal. Nee, aber ich glaube, dann gibt es diese Dash-Fähigkeit als nächstes. Denn die ist genau an der Stelle extrem praktisch. Habe ich denn gesagt? Perfekt. Ich sag, jetzt können wir mit Y durch Gegenstände und Gegner durch. Nee, ist ein Stoßsprung. B. Ja, okay, es ist das, was ich gemeint habe. Also das zählt schon als Recht gehabt und so. Okay, jetzt müssen wir langsam merken, was es alles an Tasten gibt. Jetzt haben wir auf der einen Seite den hier, dann den hier. Aber das ist mir zum Glück noch aus dem anderen Teil gewohnt. Genau, man kann auch immer noch... So, lala. Mal schauen, was passiert, wenn wir den Schalter hier umlegen. Aber ja, es geht dann nach unten weiter. Jetzt hat die Frage, ob wir nach unten weiter wollen. Wahrscheinlich wird es schon... Ja, komm. Eigentlich möchte ich wissen, wo es da hingeht. Aber vielleicht erst hier unten noch gucken. Das hier unten wird, glaube ich, das ist eine böse Stelle. Da sieht das ja schon ziemlich nach Kampf aus. Ich weiß auch nicht. Wo sind wir denn jetzt auf der Map? Sind wir genau darunter? Ah. Okay, erstmal heilen. Irgendwie ist hier so mit so einem Kampf noch gerechnet, aber andererseits, wir hatten ja auch erst hier einen Kampf gegen den Riesenkäfer. Ah, jetzt schießt der von unten wieder. Jetzt habe ich eigentlich mit gerechnet, dass der von oben nochmal schießt. Aber sei es drum. Ha, eine Lebens... Eine Lebenszelle gibt es dazu. Das ist richtig nice.
Der Ausflug nach da unten hat sich damit schon mal auf jeden Fall rentiert. Oh mein Gott, es ist einfach so insane, was für eine Distanz man jetzt hier überwinden kann. All das, aber ja. Ich sag jetzt auch mal, das wird später noch so richtig für einige Rätsel wahrscheinlich die Vorlage sein. Okay, hier hinten ist es noch eine Mana-Zelle. Das wäre natürlich blöd. Wenn man die nicht auch mitnehmen könnte. Ich habe da so eine Vermutung und oh mein Gott, wir sind viel zu weit nach unten gefallen. Und zwar, es ist ja möglich, so ein... Ja, genau das wollte ich machen. Ha, perfekt. Oder Energiezelle. Ich sag immer Mana dazu, weil irgendwie bin ich das so aus anderen Spielen gewohnt, dass das halt einfach Mana ist. Weil es blau ist und Energie und ja, Mana. Okay, interessant, weil das da oben sieht aber schon noch mal ordentlich interessant aus. Vielleicht kann man das mit dem Schuss befreien. Na. So ganz klappen will es noch nicht. Jetzt schießt er mal zu hoch. Ja, okay, dann. Hat's wohl nicht sollen sein. Ganz heiß drauf. Das ist schon wieder so richtig auffällig gewesen. Aber ich glaube, wir haben das Viech getötet. Das könnte unter Umständen. Wenn wir nicht. Boah. Böse Folgen haben. Ich schau mal eben kurz nochmal auf die Map. Ja, damit beschäftige ich mich später. Genau, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist halt eigentlich das Wichtigste. Weil ich jetzt ja auch mal endlich irgendwie ans Ziel kommen möchte. Oh, das sieht ja auch nicht gut aus. Aber wieso fängt das Wasser an mit Kochen? Genau. Oh, jetzt erfahren wir mal ein bisschen, was hier passiert ist.
Morlokwase. Okay, dann geht das jetzt zur Brunnenquelle und die ist einfach mal komplett auf der anderen Seite. Aber ich denke trotzdem, dass wir eigentlich relativ zügig hinkommen sollten. Na, B. Aber ich will mal kurz gucken, wohin es einen hier lang führt. Okay, die lassen einen wahrscheinlich jetzt einfach nicht durch. Ist ja dunkelgeil. Trauriges Wasser, trauriges Wasser. Okay. Hebel um und genau, ich gesagt, es geht nach da oben entlang und ein Gegner mehr ist da und durch den Gegner können wir nämlich auch durchdashen. Ah, und die Leane, die war glaube ich vorher auch nicht da. Ah, die Stacheln, die herumstehen. Ich glaube, da sollte ich noch mal ein bisschen aufpassen, denn die werden bestimmt mehr Schaden machen als die Dornen davor. Aber ich finde es schön, dass es solche Aufgaben von früher auch noch gibt, weil genau das war ja auch im ersten Ori-Teil. Und ja, also genauso Angriffe umleiten und solche Geschichten. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Weil es halt sowas Gewohntes ist, eine Konstante, die sich durchzieht.
da oben. Die Frage, reden wir mit allen oder laufen wir einfach durch? Ich wäre eigentlich so am meisten fürs Durchlaufen. Denn eigentlich haben wir eine Mission. Und die hat natürlich Prio. Das da unten wir machen können, sobald das Wasser wieder da ist. Oh. Hier war mal so ein Speicherding. Okay. Dann reden wir doch mal ganz kurz mit dem. Ich will. Ah, jetzt können wir nicht mal das Erz als Material nehmen. Das ist auch mal cool. Jetzt haben wir so ein bisschen was, wo wir ein bisschen dran rumbasteln und es mit dem Erz, dass sie das dazu genommen haben, finde ich jetzt gerade auch nicht verkehrt. Aber stimmt, ich habe vorher nicht wirklich darauf geachtet, wofür man es gebrauchen könnte. Aber das ist doch mal was. Ich meine, bei den restlichen Projekten, ja, da kann ich auch nicht helfen. So, dann können wir auf jeden Fall mal die Augen weiter nach Erz aufhalten. Und speicher mal. Ich schau gerade auf die Uhr. Ja, komm, wisst ihr was? Wir beenden den Part hier. Ich kann jetzt zwischen den Dingern hinterher teleportieren, nicht zum Ende, ne? Nö. Ja, okay. So. Ich würde sagen, dann ja, beenden wir das hier an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich doch das wissen mit einem Daumen hoch. Und ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, morgen kommt das nächste, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Channel. Dann seid ihr immer up to date und bekommt mit, wenn hier neue Let's Plays hochgeladen werden. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.